Liebe Freunde und Fans von Bad Kreuznach-Lacht, ich freue mich, dass ihr auf das Video geklickt habt, begrüße euch zu einer neuen Ausgabe, habe einen ganz besonderen Interviewpartner bei mir und ich möchte einleiten mit den Worten, naja, einen Begrüßungskuss gibt es jetzt nicht, denn bei ihm ist Küssen verboten angesagt. Guten Tag, mein Name ist Sebastian, ich grüße euch. Sebastian Krumbiegel von den Prinzen, Dankeschön, dass wir uns treffen heute, eine sehr große Ehre. Ja, ich freue mich, ihr habt gerade mein Konzert hier gesehen, meine Lesung und wir haben uns das ausgemacht übers Netz irgendwie, dass wir uns treffen und hey komm, lass uns loslegen, lass uns machen. Ja. Vier Antworten, ein Witz. Du bist ja auch sehr viel unterwegs mit den Prinzen, aber auch solo unterwegs. Hast jetzt auch ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Courage zeigen. Was möchtest du damit ausdrücken? Ach, das ist so schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich damit wirklich irgendwas ausdrücken will. Also es geht, glaube ich, darum, wir haben in Leipzig ein Festival. Das heißt, Leipzig zeigt Courage. Und das machen wir seit über 20 Jahren. Wir haben damals eine Nazi-Demo verhindert damit, dass wir den Platz besetzt haben. Und wir machen das seitdem wirklich jedes Jahr am 30. April. Und das war so der Grundgedanke, dass wir sozusagen versuchen, also wir haben Leute dabei geholfen, Leute, Freunde aus Hamburg, die bei Konzerten von mir waren, die haben gesagt, Mensch, du quatschst immer so viel in den Konzerten, schreib das doch mal auf alles, was du da erzählst. Und habe ich damit angefangen, das aufzuschreiben. Und eigentlich, wenn du mich nach dem Sinn fragst, ich würde sagen, es geht vielleicht ein bisschen darum, dass ich bei mir selbst geguckt habe, versucht habe rauszukriegen, in welchen Situationen ich das eben nicht geschafft habe, couragiert durchs Leben zu gehen, also mutig oder eben sozusagen sich für eine Sache gerade machen, die einem wichtig ist. Es ist irgendwie so einfach, jeder kennt glaube ich so viele Leute, die sagen, oh, ich bin so und ohne mich wäre das alles gar nicht gegangen und ich bin so ein toller Hecht und was weiß ich was. Genau umgekehrt zu gucken sozusagen, ey, wann hast denn du Schwäche gezeigt, wann warst denn du? Ich habe es vorhin vorgelesen, zum Beispiel 9. Oktober 1989, der Entscheidungstag der Leipziger Montagsdemos, war ich zu feige hinzugehen. Man könnte auch sagen, ich hatte Angst, weil ich eben die Woche vorher gesehen hatte, wie die Staatsmacht zuschlägt. Und weil alle gesagt haben, heute wird scharf geschossen. Und da habe ich sozusagen nicht Courage bewiesen. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, die ich versucht habe, als roten Faden in dieses Buch mit aufzunehmen. Aber eigentlich ist es doch, das Buch ist sehr... ein sehr egozentrisches Gedöns. Also ich schreibe da, wie habe ich irgendwelche Dinge erlebt, wie habe ich meine Kindheit erlebt, ein paar Sachen, die mir wichtig sind, kommen drin vor. Es ist teilweise politisch, es geht um Kirche, es geht um Glaube, es geht um meine Kindheit, warum bin ich so, wie ich bin. Es geht um meine Eltern, mit denen ich total glücklich bin, die mir viele gute Sachen mitgegeben haben. Also wer wissen will, wie ich ticke, der soll da mal reinlesen. Und wer nicht auch. Weit mehr als 20 Jahre bist du ja auch schon mit den Prinzen unterwegs. Was ist das Geheimnis eurer Freundschaft? Denn ihr kennt euch ja schon größtenteils auch seit frühester Kindheit. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Geheimnis gibt. Also ich glaube, das Ding, dass wir uns eben schon so lange kennen, ist schon ein Grund. Es ist, glaube ich, eine Sache, die wir sehr bewusst machen in letzter Zeit, dass wir uns zwischendurch auch in Ruhe lassen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass das einer jeden Beziehung gut tut, die lange währt, weil irgendwann kennst du dich und irgendwann weißt du genau, wenn du jetzt so guckst, ich weiß genau, was du gleich sagen wirst. Und da muss man eben ein bisschen cool bleiben, muss eben dann wirklich sagen, hey, wir haben dieses Jahr, ich weiß nicht, ich glaube 60 Konzerte insgesamt. Und das sind sozusagen 60 oder 70 Tage, die wir zusammen unterwegs sind. Und dann sind wir zwischendurch nochmal im Studio und dann sind wir zwischendurch nochmal bei irgendeiner Fernsehsendung. Aber wir lassen uns eben dann den Rest der Zeit schon in Ruhe. Und ich glaube, dass das schon das Geheimnis sein könnte, warum wir uns immer noch leiden mögen. Weil wenn du dich zwischendurch mal trennst, dann hält das die Liebe frisch. Sehr interessant finde ich auch immer die Freundschaften zwischen Künstlern und du hast von einer guten Bekanntschaft mit Udo Lindenberg berichtet. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, wie ist es dazu gekommen? Na, Udo ist erstmal für mich der prägendste Künstler, was deutschsprachige Musik betrifft oder was meine Musik betrifft. Ich habe durch ihn und seine Lieder irgendwie selbst Lieder schreiben gelernt, habe durch ihn Klavier spielen gelernt, weil ich seine Sachen spielen wollte. Und wir haben irgendwann das Glück gehabt, ihn kennenzulernen in Hamburg im Boogie Park Studio Anfang der 90er Jahre. Als Annette Humpe unsere Platten produziert hat, kam Udo reingeschneit und hat uns Hamburg gezeigt. Und das ist natürlich dann irgendwie eine Sache, die auch prägt. Er hat uns mit auf Tour genommen und jetzt gerade letzte Woche wieder getroffen, als er in Leipzig war und seinen Film vorgestellt hat. Also das ist schon eine Sache, ich verehre ihn sehr und er ist der Beste, den wir haben. Er ist, verehre ihn extrem. Er ist der Erfinder deutschsprachiger Musik. Ohne ihn würden heute ganz viele Leute, die Deutsch singen, nicht Deutsch singen.
Soziales Engagement, das wird ja in unserer Zeit immer wichtiger und wir von Bad Kreuznach-Lacht, wir setzen uns ja gemeinsam mit dem Verein Herzenssache für hilfsbedürftige Kinder ein. Auch du möchtest ein Zeichen gegen rechts setzen, auch ein großes Engagement. Gab es in deinem Leben da so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, das ist ja sinngebend für die ganze Geschichte? Ja, vielleicht, dass meine Großmutter mir, als ich 15 war, erzählt hat, wie sie am 9. November 1938 in Leipzig am Zoo vorbeifuhr und dort gesehen hat, wie ganz viele Menschen in das Flussbett der Pate getrieben worden sind, von da aus zum Hauptbahnhof, um von dort aus deportiert zu werden. Also wir wissen alle, was am 9. November 1938 war. Und meine Großmutter erzählte mir damals wirklich so, ja, eigentlich fast wirklich auch unter Tränen. Sie hat gesagt, ich stand in der Straßenbahn, alle Leute haben sich weggeguckt, haben sich weggedreht und wollten es nicht sehen. Und auch ich habe mich weggedreht und es ist mir so peinlich. Und das hat mich damals schon, also das will ich mir irgendwann mal nicht sagen lassen. Und du hast gerade gesagt, gegen rechts, natürlich sind wir gegen rechts und gegen Nazis, aber ich bin ja lieber für was. Ich versuche überhaupt diese ganzen Kategorien mit rechts und links, ich weiß nicht, das fällt mir manchmal sehr schwer. Und ich denke, wenn wir in anderen Maßstäben denken, wenn wir über Menschenfreundlichkeit denken, wenn wir allgemein über Respekt nachdenken, wenn wir über Humanismus nachdenken, das sind eher mein Kompass. Das ist eher so meine Baustelle. Und rechts und links, also es gibt teilweise Sachen, wenn ich irgendwelche Hardcore-Linken reden höre, dann kommt da auch irgendwas Antisemitisches bei rum manchmal oder kommt eben auch irgendwelcher Nationalismus rum, auf den ich nicht stehe. Ich glaube, diese Kategorien sind da, aber ich versuche die zu vermeiden und würde mich natürlich niemals als Rechten bezeichnen und eher als Linken bezeichnen, aber ich würde mich am allerehesten als jemanden bezeichnen, der versucht, humanistische Grundwerte und demokratische Grundwerte zu leben und zu verteidigen. Und das hat nichts mit vordergründig mit rechts und links zu tun. Also anders gesagt, es gibt auch konservative Menschen, die cool sind. Das sehe ich heute mit meinen 52 Jahren, so hätte ich vielleicht vor 30 Jahren noch nicht so gesehen, aber ich kann heute gut mit Leuten reden, die eine andere Grundhaltung haben und wie gesagt, solange du nicht rassistisch wirst, solange du nicht antisemitisch wirst, solange du nicht irgendwie Menschen respektlos behandelst, kann ich viele Meinungen gelten lassen. Sebastian, danke für das sehr ehrliche Interview und da unser Format ja 4 Antworten ein Witz heißt, hätten wir jetzt gerne von dir noch einen Witz gehört, vielleicht deinen persönlichen Lieblingswitz. Ich habe gar keinen wirklich persönlichen Lieblingswitz. Ich musste eben, als du mir das gesagt hast, erstmal überlegen. Ich habe neulich einen Witz im Radio gehört, den fand ich wirklich gut und zwar ist es ein jüdischer Witz und der jüdische Humor ist ja schon irgendwie echt schräg. Und zwar geht es darum, dass ein Mann zu seinem Rabbi kommt und sagt, Rabbi, ich habe eine Freundin jetzt, die ist 20 Jahre alt und kann ich das machen? Ist das fein? Ist das alles okay? Und dann überlegt der Rabbi und sagt, naja, du musst dir überlegen, du bist 50, sie ist 20, das ist okay eigentlich, das kannst du machen. Und dann denk mal 10 Jahre weiter, du bist 60, sie ist 30, das ist auch okay. Und denk mal noch 10 Jahre weiter, du bist 70, sie ist 40, das ist vielleicht auch noch okay. Aber denk dann nochmal weiter, du bist 80 und sie ist 50, was willst du mit so einer alten Frau? Also das ist ein Humor, den ich durchaus teile irgendwie. Also ja. Dankeschön, Sebastian Krumbiegel und weiterhin alles Gute. Yeah, dankeschön, Leute. Macht's gut. Ciao. Und wir danken natürlich nicht nur Sebastian Krumbiegel, sondern auch all unseren Partnern. Auch ab.